Heute machen wir nur mit Tieren in Fortnite Gewinn-Challenge. Das heißt, wir dürfen während der kompletten Runde nur auf Tieren reiten. Und währenddessen wir auf einen Tier reiten, dürfen wir die Gegner töten. Reiten wir gerade nicht auf ein Tier, dürfe ich keinen Gegner angreifen. Das heißt, Freunde, ich brauche immer einen treuen Begleiter an meiner Seite. Und wir müssen mir immer mindestens 10 Kills machen und am Ende die Runde gewinnen, Freunde. Werde ich es schaffen, die Tiere zu zähmen und die Runde zu gewinnen in Fortnite? Let's go! So, Leute, und zwar, ich habe gedacht, wir landen mal hier hinten und meine Taktik war so gewesen, wir suchen uns erstmal Waffen und danach suche ich mir ein Tier, weil ich glaube, die Tiere sind manchmal ein bisschen schwieriger zu finden. Das Ding ist, der einzige Nachteil, den wir jetzt halt haben, Freunde, wenn ich Waffen habe, ich dürfe keinen Gegner angreifen oder anhitten oder sonst was machen. Ich bin jetzt quasi ohne Waffen unterwegs, weil solange ich nicht auf dem Tier bin, Leute, dürfe ich natürlich auch nicht schießen, die anderen angreifen oder sonst was machen. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir uns hier ein bisschen Loot holen und direkt ein Wildschwein oder einen Wolf suchen und davon darf ich dann halt runterschießen. Nächstes Problem wird sein, Freunde, die Wölfe und so, wenn ein Gegner auf mich schießt, könnte es sein, dass sie mich eventuell runterschießen von den Tieren und dann müssen wir irgendwie abhauen und uns ein neues Tier suchen. Das wird wirklich dann, glaube ich, eine ziemlich schwierige Challenge werden. Ziel ist wie immer 10 Kills. Also wenn ich 10 Kills... Oh, nein! Warte mal, kurz Unkraut hier wegmachen, Leute. Meine Pflanze... Aua. Muss gepflegt werden. Weil, wenn ihr die Pflanze pflegt, dann werdet ihr nämlich seltenere Waffen bekommen. Bro! Hä? Bro, der verarscht mich, der Idiot! Geht doch, ey. Was war das denn gewesen? Ich glaube, ich drehe durch. Leute, wir sind jetzt auf Tier unterwegs. Und jetzt heißt es, wir dürfen andere angreifen. Ja, hier episch. Ah. Sind wir mit, Leute? Ganz nice. Und das Geile ist, Leute, ich glaube, jede dritte Runde oder so sind diese Beutel hier wieder an der Pflanze dran, ne? Und dann könnt ihr euch damit ausrüsten, einfach mit epischen Waffen. Wie overpowered ist das bitte? So, nehmen wir auch noch mit hier. Und dann würde ich mal sagen, werden wir die ersten Gegner suchen, Freunde. Ich will hier natürlich keine Zeit verlieren. Wildschwein SU, du musst mich heute ein bisschen gut unterstützen. Wir müssen jetzt hier einige Leute auseinandernehmen. Ich hoffe, dass, weil das Problem ist, das ist das einzige Nachteil bei Tieren. 120 Leben hat das Wildschwein. Ich glaube, der Wolf hat 200 Leben. Und die sind relativ schnell down. Das Gute ist, die Ausdauer, Leute, die seht ihr da über, die ist relativ viel. Wir können damit sehr, sehr viel unterwegs sein. Problem ist... Oh. 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 Oh mein Gott, ich muss weg hier. SU, gib Gummi. Leute, wir haben nicht mehr. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, die sind doch schlechter wie ich, Leute. Die denken sich auch, Junge, was macht der Cowboy hier? Cowboy Stadia hat die komplett auseinandergenommen. Let's go, wir haben die ersten 4 Kills. So muss es sein. Das Problem ist, dass unser Tier jetzt nur noch 26 Leben hat. Das ist definitiv wenig und das finde ich ein bisschen schade, dass die Tiere kein Leben reanimieren sollen. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen wack. Hier ist auch noch ein Gegner. Ich werde einfach... Oh, clean, clean, let's go. 5er Starter, Freunde. Besser geht's doch nicht. Das Level ist auch komisch gemacht, ne? Diese Musik immer, wenn man ein Level abgehabt hat. Gut, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein Ersatztier bekommen und den Paulberger hier vielleicht ins Tierheim bringen, weil der muss sich erstmal ein bisschen ausruhen. Das Ding ist, Freunde, ihr werdet gleich sehen, wenn er keine Ausdauer mehr hat, dann legt er sich einfach hin, wirft euch runter. Und dann haben wir nämlich ein ganz kleines Problem, weil dann heißt es wieder, wir dürfen keine Gegner angreifen, Leute. Ihr wisst, das ist die Challenge, nur auf Tieren reiten und gewinnen. Ja, okay, gleich ist over, gleich ist over. Guck mal, er regt sich schon auf, hört ihr das? Beruhig dich, klein... Ja, okay. Du bist ein Faulpelzmann! Steh auf! Hallo! Aufstehen, Kollege! Sonst baue ich dich ein, aber wir sind ja hier im No-Build-Modus. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie frech das ist. Ich kann nicht mal auch wieder aufstehen. Ich kann nichts machen. Jetzt müssen wir warten, bis der sich da hier Kaffee gekocht hat. Und dann können wir weiter auf ihn reiten. Guck mal, das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Guck mal, wie lange das dauert, Leute. Guck mal, jetzt, zack, jetzt hat er ein bisschen Power wieder.
Jetzt können wir wieder drauf reiten, aber das dauert meiner Meinung nach zu lange. Wir müssen uns leider einen Ersatz suchen. Am liebsten hätte ich einen Wolf. Ein Wolf ist nämlich das stärkste Tier, auf das man aktuell reiten kann. Geil wird auch werden, Freunde. Es werden weitere Tiere folgen. Und zwar sollen ja irgendwann wieder die Dinos reinkommen. Und dann soll man auch auf diese Dinos reiten können. Und die sollen sogar eine Angriffsattacke haben, dass wir Gegner damit angreifen können. Dann könnten wir ja theoretisch probieren, mal eine Runde nur zu machen mit Gegner angreifen. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, das fällt schön offen drauf. Oh, wichtig. Das Ding ist, SU macht gleich nicht mehr mit hier, Leute. Nein, das war's, das war's. Das war's wieder. Nein. Der Gegner ist da oben, wir müssen... Nein, 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 ich kann nichts machen! Oh, Bro, 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 Bro. Ja, wichtig. Wo ist er? Oh mein Gott, das sind zwei. Wichtig, Junge! Leute, sollen wir Wolf nehmen? Wolf ist besser. Let's go. Ach, Wolf hat sogar 250 Leben. Oha. Okay, das werden wir wahrscheinlich noch im Endgame merken, wenn die Leute dann probieren, hier unser Tier auf unser Tier zu schießen, was natürlich nicht nett ist, aber das machen einige. So, wir nehmen mal hier diese Doppelschrotflinte mit. Ich glaube, auf Tieren ist die vielleicht ganz nice, weil wir können uns halt extrem schnell bewegen. Und das Ding ist, die meisten Leute checken das noch gar nicht. Wenn ihr auf dem Tier unterwegs sind und ihr links, rechts, Leute, diese Zickzack-Bewegung macht, ihr seid so fast, dass die einfach daneben schießen. Rear Rap. Das ist eine voll geile Sache. Oh, hier ist aber keiner. Oh. Das Gute ist auch, falls ihr Fall-Damage bekommen solltet, absorbieren das die Tiere und die Tiere bekommen zuerst Schaden und danach erst ihr. Das ist ziemlich overpowered, meiner Meinung nach. Also sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Oh, hier ist einer. Ey, wie komisch das ist. Ich bin hier einfach. Oh, da hinten ist einer. Da hinten ist einer im Borlack. Bleib mal stehen, Kollege. Hier kommt die Wolfspolizei. Ey, schade, dass ich hier nicht mit so einem Wolf beißen kann. Komm mal her hier. Denkst du, kannst mit deinem Baller abhauen? Nicht mit mir, Kollege. Oh mein Gott. So. Da hat dich dein Kollege aber leider ein bisschen im Stich gelassen, würde ich mal sagen, wa? Das ist ja schade. Dann guck mal, wo der andere ist. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Kills schon damit machen. Aber man ist halt echt schnell über die Karte unterwegs, ne? Ah, da ist er, Freunde. Den holen wir uns auch noch hier, der ist alleine. Komm. Mal anhalten hier mit dem Baller. Baller, Brawler. Ja, der laggt, Bro. Oh mein Gott. Ja, das meine ich. Guck mal, vier. Ja. Super, Leute. Tier ist gleich down. Nein! Wir können nichts machen. Wir müssen warten, bis der sich ausgeruht hat. Oh, wir müssen ein neues Tier uns holen. Nein! Ey, der war so one gewesen. Er war ein. Oh mein Gott, neuer SU ist am Start. Let's go! SU, ich komme! Oh, Leute. SU ist immer an der Stelle, wenn man ihn braucht. Sehr, sehr nice. Komm her. Danke, Bro. Okay. Ey, Bro, der laggt übertrieben. Was ist mit dem los? Hä? Ist das ein Hacker oder was? Oh. Was macht der hier für Stunts, Leute, mit seinem Boot? Ich check's nicht. Boah, Leute, ich wollte ja mal probieren, in den Tresor reinzugehen. Also theoretisch müsste es ja funktionieren, weil ich zähle als eine Person und SU zählt ja auch als eine Person. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, wenn das klappt. Wenn das klappt, ist es wirklich die Meta. Das ist ja übelst unfair dann. Ich finde nur mit dem Nachladen ist hier ein bisschen schwierig gemacht. So, warte mal, wo geht's hier runter? Wenn wir mal hier, zack, runtergehen, Leute. Und ab in den Tresor rein. Als ob das funktioniert. Als ob. SU, gib alles. Nein.
Man kann mit einem Reittier in den Tresor reingehen. Oha! Yeah! Also, Freunde, ich will dir jetzt mindestens für SU5 Likes sehen. Hart auf hart und natürlich ein kostenloses Abo hier. Komm. Zeig mal, was da drin ist hier. Guck mal, das hier einmal mitnehmen. Cool leben. Zack, hier noch gucken. Aber wird eh kein besonderer Loot. Ja. Gold ist natürlich auch wichtig, aber wir müssen gleich rausgehen. Oha, warte, ich nehme noch das Gold mit. Und jetzt werden wir abhauen schnell, weil Zone kommt. Ah, das muss ich euch zeigen, das muss ich euch zeigen. Kennt ihr das schon? Man kann mit Tieren auf Jump Pads raufgehen. Das ist auch so crazy gemacht. Guckt euch das an. Warte. Wie cool ist das bitte? Das Ding, was ich halt ein bisschen doof finde, obwohl wir uns normal bewegen, verliert das Tier extrem Ausdauer. Und regeneriert auch kaum Ausdauer. Leute, wir müssen immer noch einen Kill machen, um die Challenge hinzubekommen. Und wir müssen noch ein neues Tier finden, im besten Fall. Oh, da kommt einer hoch. Captain Banane! Down. Nein! Okay, wir müssen weg. Wir müssen weg, Leute. Wir müssen weg. Wir dürfen keinen Kill mehr machen. Wir dürfen uns jetzt verstecken oder wir können ein neues Tier finden. Jetzt wird's ungemütlich. Es leben noch 10 Leute. Wir haben zwar schon 10 Kills, ich muss aber noch die Runde gewinnen, Freunde. Wenn ich die Runde nicht gewinne, ist die Challenge damit nicht abgeschlossen. Ja, let's go. Let's go. Hört auf, euch zu streiten. Hallo. Hallo. Bleibt doch mal stehen. Ey, Bro. Ich sag euch ehrlich, das wird bald so ein Gerät geben. Damit kann man Tiere besser fangen. Aber das ist aktuell noch nicht in-game. Das wird jetzt in den nächsten Wochen rauskommen. Deswegen habe ich noch einen kleinen... Bleib jetzt stehen! Manchmal, guck mal, er leckt doch übelst. Was ist das? Bleib doch stehen! So, geht doch. Ja, das blöde Wildschwein hat den Kollegen schon angegriffen. Nur noch 205 Leben. Aber dafür volle Ausdauer. Wir müssen uns jetzt ein bisschen bedeckt halten. Es leben halt noch so viele Leute, ne? Bisschen schwierig. Die bessere Pumpkanne genommen. Wo kommt der denn her? Leute, seit wann fällt denn Herr Lama vom Himmel? Das ist nice. Ich nehme die Saufkanone mit, Leute. Weil das Teil... Ich liebe das Ding. Ihr braucht keine anderen Waffen mehr. Ihr braucht nur noch... Habt unendlich Leben für die ganze Runde. Was ich nur doof finde, man kann irgendwie sein Tier damit nicht heilen. Das ist ein bisschen dumm gemacht. Oh, vor uns sind welche. Zwei auch auf Tieren. Zwei Schweinereiter wahrscheinlich. Hä? Der hat die überfahren einfach. Was macht der da? Oha. Oha. Oh, er ist so one, ne? Einfach outgeplayed. Sarah, Junge. Outgeplayed. Warte mal, da muss noch ein Teammate sein hier irgendwo. Teammate. Bro, es ist overpowered, Junge. Ey, das ist so stark. Sind die Tiere so gut oder was? 4 Personen. Es könnten 2 Teams sein und ich als Einzelnes. Und das Gute ist, das könnten wir schaffen, das Ding hier. Problem ist nur, der Wolf hat nicht mehr viel Ausdauer. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen. Weil das Ding ist, ich glaube, hier nicht in der Endzone sind noch Tiere. Das kommt sehr, sehr selten vor, dass man so viel Glück hat. Ich gehe mal lieber runter. Leute, wir müssen nur aufs Tier gehen für den Kill. Wisst ihr, was ich meine? Nur aufs Tier für den Kill. Kleiner Wolfi, hä? Schön. Aber irgendwie regeneriert er sich nicht, ne? Und wenn er sich regeneriert, übelst langsam. Was ist das denn? Das finde ich irgendwie keine Ahnung. Wie? Ah! Ich glaube, man könnte ihn vielleicht mit Fleisch oder so heilen und alles, wenn man ihm Fleisch hinwirft. Aber ich habe jetzt kein Fleisch dabei. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Ja, guck mal, warum kann ich ihn nicht heilen? Das ist doch auch schlecht gemacht eigentlich, ja? Macht absolut keinen Sinn. Nicht gut. Nicht gut. Leute, ich kann nichts machen. Ich darf nichts machen! Was soll ich machen? Ich darf nichts machen! Okay, ich glaube, Challenge war es gewesen. Ich muss auf den Wolf. Ich muss auf den Wolf. Das ist mein Wolf. Ey.
Nein, ich bin down. Oh mein Gott, der hat mir den Wolf geklaut, ey! Oh mein Gott! Okay, das war's. Das war's. Wir haben 2 HP. Er hat mir einfach den Wolf geklaut. Ich glaub's nicht. Wir dürfen nicht mehr schießen jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sollen gegeneinander fighten. Ja! Die fighten gegeneinander. Let's go. Let's go! Okay, Freunde, das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist uns mit dem letzten Gegner anzufreunden. Ansonsten war es das gewesen. Ich hoffe, er ist ein Fremder. Drückt mir die Daumen. Ich darf eh nicht schießen. Leute, ich darf nicht schießen. Vielleicht einen kurzen... Es war nur ein kurzer Respekt. Ich darf nichts machen. Ich probiere mich anzufreunden. Kurzer Respekt, dass er weiß, dass ich nicht schlecht bin. War es nur gewesen, Leute. Das war erlaubt. Oh, Bro, hör doch auf. Ich mach doch nichts. Bitte. Sei freundlich. Ja. Ja, Leute. Nein. Bro. Bro. Let's go. Er ist freundlich. Nein. Ey, Leute, es gibt auch noch Ehrenmänner in der neuen Season 3. Wie cool ist das? Killt er mich? Nein, er ist freundlich. Bro, hier. Meine Waffen, Bro. Meine Waffen. Das gibt's doch nicht, Freunde. Moin. Das gibt's doch nicht. Wie cool ist das denn, bitte? Was geht, Brudi? Ey, Leute, das direkt in der neuen Season. Die Leute, das ist ja so eine Good Vibe Season. Die Leute, hier einen kleinen Trick zeige ich dir. Guck dir den Ehrenmann an. Die Leute sind noch gut drauf. Bam, bam, bam. Boah, der hat Hunger. Yeah, hier ein paar Selfies, mach ein paar Likes, Leute. Lasst ein Like, da schafft ihr mehr Likes als der Typ. Er hat meine Ehre, Leute. Er hat meine Ehre. So ein cooler Typ. Hey. Freunde. Ich sag euch ehrlich, dann, ich muss ihnen den Sieg schenken. Freunde, ich habe die Challenge damit verloren, aber es ist, ey, es ist einfach geil, immer so eine Ehrenmänner zu treffen. Ich bin gespannt hier. Hier, wir sind Bros. Wir sind richtige Bros. Oh mein Gott, ich krieg einen Kuss von ihm. Ich bin eine Ente. Ey, so nice. Was haben wir hier noch hier? Hier, Herz. Das gelbe Herz, das Lambo-Herz, Freunde. Das Herz des Lambos schlägt auch für dich. Ach komm, wir gehen noch rein. Wir gehen noch rein, Leute. Bisschen können wir noch hier rumspielen. Daumen nach oben. Guck mal, die macht die Sonne. Ey, komm in die Zone. Nein. Komm in die Zone. Komm in die Zone. So, Leute. Ich werde mich gleich verabschieden müssen. Ich bin jetzt schon traurig. GG. Challenge nicht geschafft. Was war denn das für ein Emote? Challenge nicht geschafft. Leute. Das war's. Ich lasse ihn gewinnen. GG. Oh mein Gott, wie cool war das bitte? Gucken, was er noch macht, Leute. Ich bin gespannt. Was macht er für den Mond? Oh mein Gott, er ist traurig, Leute. Was ein Ehrenmann. Ey, Leute, was ein Ehrenmann, Leute. Geil, das war's gewesen. Tschüss, bitte.